So. Breitblatt Kletterpfeiler haben wir hier. Okay. Und wir können hier mal aufheben. Antworte mir. Als ich dich das letzte Mal gesehen habe, warst du... Verdammt, Lara, sei nicht tot. Nach der Lawine kam ein kurzes Signal, ein kurzes Echo. Aber es muss deine Stimme gewesen sein. Ich bin mir ganz sicher. Ich weiß, du hast überlebt. Zumindest die Lawine. Seitdem kam kein Piep mehr. Aber ich versuch's weiter. Ich weiß, ich sollte mich in Sicherheit bringen, aber... Du hast echt geglaubt, dass ich dich hier lasse? Echt? Du solltest mich besser kennen. Ach, Jonah. Ich würde mir echt um dich Sorgen machen, wenn ich mich um dich kümmern würde. Mache ich nur nicht. So. Oh. Nö, ist voll eigentlich. So, mit dem Sound geht's einigermaßen. Will ich nur fragen, weil ich habe jetzt doch nicht mehr ganz drauf geachtet, nachdem ich Probleme mit dem PC hatte. Sound ist gut, okay, gut. Sehr gut. Dann nehmen wir das mal mit. Gut, dann können wir das. Ach stimmt, das ist ja mit Tab hier. Ah, wir sind hier! Gelandet hier oben. Ist ja auch hier ein optionales Grab gleich. Ja, schön, super, geil. Wo können wir hier weiter? Müssen wir wahrscheinlich hier rüber. Oder? Jedenfalls sieht so aus, als müssen wir hier rüber. Gott, die Tatsache, dass ich das eine Zeit lang nicht gespielt habe, wirkt sich echt sehr negativ für mich aus. Warte, können wir auch da hochlaufen? Nein. Nö. Doppel nö. Ah. Ich habe eigentlich gehofft, dass ich habe jetzt knapp 2 Wochen Pause gemacht und einmal unfreiwillig etwas. Es tut mir leid. Und das wirkt sich schon sehr negativ aus für mich. Ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß, wir müssen in diese Station oben mit der Kugel. Aber ich weiß schon gar nicht mehr, was ich machen kann. Ich weiß, ich habe Seilpfeile, ich habe diese anderen komischen Pfeile, mit ich. Soll ich hochklettern hier mit diesen komischen Pfeilen eigentlich? Nee, da sind komische spitze Sachen dazwischen. Oh Gott. Ah ja, hier. Okay, schließe. Ah, hier so. Ui! Mon ami! Jetzt weiß ich, wie das geht. So, ich sollte vielleicht noch höher. Oder so machen. Ja, das geht auch. Noch mehr Propaganda. Arbeite hart gegen Kälte und Hunger. Ja. Ah, hier, da kann man hier rein. Supi, supi. Aber können wir hier auch aufmachen? Nee. Okay, so, da hast du recht, Mike, auf so viel zum Thema Among Us. Ah, die hat rechtzeitig losgelassen. Schade eigentlich schon. Ich wollte durchfahren. Ja, ich sagte, ich will hier unbedingt die ganze Zeit mal Runde planen. Mit Leuten, die man es gut machen kann, wie zum Beispiel Belly. Das Problem ist, ich vergesse dauernd sie zu fragen. Ah! Da muss ich meine eigene Faulheit wieder dafür bestrafen. So, jetzt sind wir wieder hin. Weg vom Herausforderungsgrab, okay. Ja, schöne Scheiße. Überlass das. Ja, überlass es dir. Können wir nicht da drüben hingehen? Ich meine, das Ding sieht total sicher aus. Sturm kommt auf.
Was? Hörst du das wegen den Gewehrschüssen? Oh, schön, Munition. Diese Gewehrschüsse als Sturm zu bezeichnen, finde ich auch irgendwie witzig. Aber okay. Ich muss jetzt wieder hoch, weil irgendeiner meinte, dieses Ding ist... Bei einer exquisiten Auktion wird hier mit Bellies gehandelt. Eigentlich kennt man nur eine Belly, also... wird hier mit Belly gehandelt? Also ich zumindest kenne nur eine Belly. Belly muss ich eh noch eine Frage mal stellen. Nichts Schlimmes an sich. Oh, ja. Yeah. Wobei, ich könnte vielleicht dafür sorgen, dass Belly hier vorbeischaut. Also nicht direkt sorgen, aber so Brötchenkrümel legen, die zu mir im Stream führen. Ah. Bei Behemoth. Guten Abend. Nicht Abend. Guten Nachmittag. Ja. What? Was ist? Ach, Salista. Belladon. Ich dachte schon, das ist jetzt von alten Bekannten. Neutrales Neues. Das ist gut, das ist gut. So finden Sie den nahegelegenen Eingang. Ach komm, nö, oder? Ich schieße den Hintern weg, du Vieh. Hey, ich hab ne Pumpgun. Komm her, Leopard. Ich pump dich. Das ging schnell. Das war überraschend schnell. Ich dachte, wir brauchen jetzt hier Mega-Battle und so, aber okay, gut. Ich akzeptiere. So, dann können wir das hier wegziehen. Scheiß auf Story. Gut ausgetreten. Scheiß auf Story, ich mache jetzt so weiter. Hä? Was? Geht es? Warte mal, geht es nicht? Drücken Sie jetzt... Ach, eh, mehrmals. Mein Güte, ich habe natürlich linke Maustaste wie bescheuert gedrückt. Kein Wunder, dass das gerade nicht geht. Oh. Ich sag hier nichts dagegen. Ich kannte nur den Spruch neutrales Neues noch nicht, Malkauf. So, schauen wir mal. Und natürlich gibt es hier in dieser lang verschollenen Höhe ein Lagerfeuer, das brennt. Danke, Spiel. Das muss man aber auch jetzt mal ansprechen. So, 28 Zielorte sind verfügbar, wo ich hinreisen kann. Ich kann nichts anscheinend nichts bauen, etc. Ist okay. Ich bin halt jemand, der dagegen einfach sagt. ich sag's uns Neues, nur bedeutet für mich diese Worte nicht mehr so viel. Wo geht's weiter? Okay, dadurch. Ich sag ernst sowas wie uns Neues, Prost, oh ja. Ich will da eigentlich gar nicht durchspielen. Danke. Schön. Echt. Ich wollte nur etwas nach hinten, um Anlauf zu nehmen. So. Holla, komm, schnell hoch, bevor es endgültig runterkracht. Ich bin halt da einfach so eine. Für mich haben die so wirklich Bedeutung verloren.
Nein, wollte ich nicht. Jetzt denk nicht immer so schlecht von mir, Malkav. Es ist böse. Ich bin nicht so ein schlechter Mensch. Ich weiß es nicht. Nein, nicht in diese Richtung. Ich wollte nach oben. Ich hab weh gedrückt. Warum? Spiel, ich fühle mich jetzt ganz krass missverstanden von dir. So, nochmal. Weh. Gut, danke. So. Jetzt haben wir es geklärt. Oh, da müssen wir mal aufpassen. Bloß nicht zur Seite abrutschen. Oder runterfallen. Ja, ja, Billy Picking da schon. Stimme Gottes, optionales Herausforderungsgrab. So reicht's eigentlich. Wenn ich mich da festhalte, ja, halte ich fest. Komm, bitte. Danke. Das wird so nix, wenn du da und dich runterfallen lässt, Lara. Malka, wollen wir nicht auch Bea fragen? Was ist das? Achso, das kann ich nehmen. Wegen Among Us. So, nach dem Motto, Bea, hast du Bock, mal mit so eine schöne Community-Runde irgendwann Among Us mit uns zu spielen? Okay, sorry, Malka. Dann habe ich das jetzt weggenommen. Ja, okay, zu spät. Ja, wir sind da eher so, sammeln wir erstmal Leute, die das... Kann ich das... Nee, es wird so nichts. Ja, müsste es weiter da sein. Aber okay, ich kann darüber klettern. Das ist jetzt eher mal so Leute fragen, die Bock haben. Und dann, wenn mal alle genügend Leute zusammen haben, schauen wir mal, dass wir einen Termin bekommen. Ja, schöne Scheiße hier aber auch. Auf nichts kann man sich hier mehr verlassen. Nicht mal eisige Baumstämme, die seit langem verrottet da liegen. Alles so zuverlässig geworden heutzutage. Oh, cool. Ein Rucksack zum Plündern. Yay. Was höre ich da? Und Federn. So. Weil, um es auf den Punkt zu bringen, weshalb Among Us, wir wollen uns gegenseitig schön entspannt ein Messer in den Rücken stechen. So freundschaftlich uns umbringen. Das ist doch der Sinn von Among Us, oder? Manipel, eine Zeremoniekleidung, die Priester bei Messen trugen. Also jedenfalls habe ich das meistens so interpretiert, dass das Ziel des Spiels ist. Natürlich die Freunde anlügen, natürlich das auch. Keine Frage, auf jeden Fall. Was? Hallo Tyrone Mausi. Erste What? Bits im neuen Jahr. What? Okay. Danke, Ossel. Hallo, Ossel, mein Mäuschen. Na? Danke dafür auf jeden Fall. Ich hoffe, du bist auch gut ins neue Jahr gekommen. Anscheinend ja, so wie man die Meldung hier entnehmen kann. Ja. So, nehmen wir mal das Zeug mit. Und wie gesagt, nochmal vielen Dank für die 5 Bits. Die Party ist gut angelegt hier. So, da können wir ja auch mal machen. Und ich hoffe, ich wünsche dir viel Spaß. Achso, ich muss jetzt drehen hier. Mist, das Gegengewicht hängt fest. Ach so. Ja gut, dann will ich das jetzt lassen, weil Gegengewicht hält. Den Quest muss das irgendwie weg. Ja, ist gut, Lara.
3 Abos gleich geschenkt bekommen. Ui. Weißt ja aber auch artig, Rossel. So. Ohne diesen Ort, diese göttliche Skulptur aus Wind und Stein, wären wir verloren gewesen. Die Geschichte des Spähers, der diesen Ort fand, kennen wir alle. Aber die meisten von euch wissen nicht, wie nah wir dem Tod waren. Verirrt in den Bergen, ohne Nahrung, ohne Hoffnung. Wir hatten Zweifel am Propheten bekommen. Aber der Späher hörte den Klang und nahm ihn als Zeichen. Er allein stieg die Klippen hinauf, angelockt von der Musik. Und dort sah er unsere Rettung. Dieser Schrein ehrt nicht nur ihn und seinen Mut, sondern die Kraft unseres Glaubens. Ach, ganz einfach, Rossel. Das, was Malkov sagt. Passt schon. Passt. Meditationsschriften. Ein Ort der Besinnung. So. Wenigstens funktioniert das Gegengewicht noch. Yay. So, komme ich hier nicht rüber? Ach ja, ich könnte ja da natürlich hoch. Rossel, du willst das Gegengewicht so sein. Yay. Ich wusste, damit kann man Rossel rumkriegen. Krähen, die in die Augen auspicken. So. Ha. Oh Mann, hier werden ja Freundschaften ausgetauscht. Gut, immerhin kommen wir jetzt da durch. Dann können wir jetzt schnell wechseln. So, ich glaube, dann müssen wir das eigentlich wieder hier runter tun, oder? Ja, das sieht besser aus. Ja, damit ich... Der Tastatur muss ich bei mir auch sauber machen, ehrlich gesagt mal. Weil... So. Ich weiß nicht wie... Ich weiß nur, ich... Warte mal, kann ich das Ding jetzt gerade nicht bedienen? Ach, auf die Seite? Okay. Ich weiß nur, dass super viele Haare von mir da reinkommen in die Tastatur. Das nervt. Oh, da ist doch gerade noch was. Yay! Das heißt, das erste Mal den Klang zu hören, vergesse man nie. Meine Eltern waren mit mir hier, um das Mysterium des Schreins zu erleben. Irgendwann bringe ich meine eigenen Kinder her. Es heißt... Ohne die Musik der Berge wären unsere Vorfahren bis zu ihrem Tod umhergewandert. Doch dann haben die Berge sie heimgerufen. So wie sie auch mich rufen. Malkov, ich rasiere mich nicht über die Tastatur. Sowas würde ich niemals machen. Ich finde diese bösartige Unterstellung sehr, sehr unnötig. So. Warte mal, kann ich das Ding gerade nicht bewegen? Nö, ich kann das nicht bewegen. Ich will es aber eigentlich nur loslassen. Dass es so gespannt ist und dann mit einem Ruck darüber geht. Aber okay. Gut, machen wir es anders. Zerschneiden wir es. Was ist das für eine Klinge? Und wui! Oh, ich sollte vielleicht aufpassen. Ich muss nicht besser aufpassen. Yep. You're right. Besser abpassen. Das wäre...
So, jetzt kommt wieder Wind. Ja, ist wieder gegen den guten Sitten. So, jetzt. Und wui! Hey? Also irgendwie habe ich jetzt mehr erwartet. Wie zum Beispiel, dass das andere jetzt endlich frei ist. Das wäre zum Beispiel eine gute Idee gewesen. Drei-Gänge-Menü. So, ich will jetzt trotzdem mal schauen. So, wir sind immerhin da durchgekommen. Kann ich da nichts festmachen? Nö. Geht nicht. So, kann ich das vielleicht anziehen? Nö, geht auch nicht mehr. Also das Einzige, was ich jetzt nutzen kann, ist es entweder hier anzuziehen oder wegzudrehen. Die Frage ist für mich. Die heilige indische Taste. So, es ist jetzt eigentlich auch nur, was ich hier... Geschafft. Jetzt kann ich die Tür öffnen. Ah, okay. Ich dachte, das Seil zu zerschneiden reicht auch, aber okay. Ist okay. Ich schieb's drauf, dass ich's zu lange nicht mehr gespielt habe. Ganz einfach. Ich meine, es macht ja keinen Unterschied, ob ich jetzt das Seil zerschneide oder einfach das Ding sag. Yay!